glaube, ich muss ihm schreiben. Edit, was ist da los? Ah, jetzt. Jetzt? Werbung kommt, ja. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich... So, ich guck noch mal ganz kurz. Okay, ja. Ja. So Leute, willkommen zum Livestream an Silvester. Ich habe euch ja gesagt, wenn, dann machen wir spontan einen Livestream und dann aber auch nur 100% für den Livestream. Ja. Und ja, ich habe mir extra einen Rucksack bestellt. Man mag es kaum glauben. Extra so einen fetten Wanderrucksack. Und da schaut schon was raus. Ich habe hier den auf jeden Fall bis oben hin vollgepackt. Und ja, sind hier in Hohenschönhausen, laufen jetzt ein bisschen durch die Gegend. Es kracht ja auch schon mal ganz schön. Kracht schon richtig im Hinterhof, wollte ich sagen. Im Hinterhof. Komm, und deswegen nimmt sich schon mal jeder eine Packung. Das passt bei mir gar nicht rein. Ja, dann packt sie doch direkt aus. Das passt rein. Ach so, du willst sie so zum Mitnehmen? Ja. Okay, dann. Mehr kann ich nicht nehmen. Nicht? Nee. Meine Jackentaschen sind leider nicht so groß. Boah, guck mal Leute, wir haben hier richtig viele geile Salutraketen am Start. Das wird jetzt gleich richtig scheppern. Und ja, packen wir uns da mal ein bisschen was in die Taschen. Wollen wir direkt mal die hier anzünden, hier auf die Steine draufstellen? Junge. Mal kurz. Was will der denn jetzt? Weiß ich nicht. Ja, servus. Grüß dich. Moin, moin. Ich bin hier verabredet mit Robert. Ach, krass. Und Nitrat kommt auch noch. Okay. Ach, lustig. Und jetzt kenne ich hier nun ja nicht aus. Ja. Wo seid ihr, wo ist eure Location denn? Wir laufen jetzt einfach ein bisschen rum. Wir sind gerade auch live auf YouTube. Super, super. Und laufen einfach ein bisschen rum mit einem Rucksack voll. Aber ballert noch nie rum, oder? Doch, doch. Wir wollten jetzt aber wo seid ihr nachher? Wo ist das nachher? 18 Uhr oder so? Wo ist die 18 Uhr? Oder? Ja, das... Ist das nee, aber wenn du mit Robert im Kontakt bist, dann... Ja, ich habe jetzt kein Handy. Wir dachten, wir treffen uns denn hier oder so. Ist er schon hier unterwegs? Ich oder? Weiß nicht. Ich bin mit ihm nicht verabredet jetzt. Die sind, glaube ich, in Berlin Buch. Aber der kommt noch her, oder? Heute eigentlich? Ja, aber ich glaube erst später. Später? Ja. Ist jetzt noch ein bisschen ich glaube, bis 18 Uhr sind die noch in Berlin Buch. Dahin, dann komme ich ein bisschen mit euch mit. Ja, alles klar, gerne. Ich komm mit. Jetzt schon rum, wir knallen rum, ja? Super. Komm mit. Ich dachte, da wird mir jetzt eine dicke Ansage schieben. diese neuen Pappkappen hier auf den Kubis, die gehen einfach nicht so ab. Scheiße ab. Oh, mit dem Mund. Es geht einfach auch nicht. Irgendwas. Aber da habe ich kein schlechtes Gewissen, die auf den Boden fallen zu lassen. So, der erste Knall für den Livestream. Zack. Ah. Nice. Sind nicht mehr so gut. Shit. Wollen wir die hier? Also. So, wir warten auf den Mann. Junge. Habibi. Habibi. Ich lieb's. Nee. Nee, wir haben ein neugeborenes Kind. Mhm. Und ihr seid am Knallen seit 2 Uhr. Nee, wir sind gerade eben angekommen. Nee, ihr habt da vorhin gestanden. Ich habe euch gesehen. Mhm. Ihr wart am Filmen bis zum Gehen nicht mehr. Mhm. Mein Kind ist am Schreien. Dank euch. Ja, das wissen wir ja nicht. Also und dann ein bisschen Film. Guck mal, Sie wissen nicht, woher soll ich denn wissen, ob da jetzt ein kleines Kind irgendwie am Schlafen warum ist? Um 2 Uhr. Ja, weil wir hier zünden können, das ist Silvester, ne? Ach so, und dann meint ihr im Grunde genommen, ihr könnt das einfach so machen, wie ihr wollt. Naja, was heißt, wie wir wollen? Wir nehmen ja Rücksicht, wenn jemand vorbeikommt. Nehmt ihr Rücksicht? Da sind vorhin Kinder. Wie das halt, wo ihr seid.
Und die findet es einfach nur toll, ein bisschen zu filmen, zu knallen und, und. Aber ihr nehmt gar keine Rücksicht auf die Leute. Doch, ich nehme ganz und ob ich Rücksicht. Wir haben die ganze Zeit immer gewartet, wenn Leute gekommen sind. Die ganze Zeit, wenn Hunde gekommen sind, wenn kleine Kinder vorbeikommen, haben wir aufgehört zu zünden. Aber die Leute aber wohnen hier auch. Wenn, ja, wenn hier irgendwo im Haus, das kann ich ja nicht riechen. Also, ja, ist das euch so wichtig zu knallen und zu filmen? Ja, mir ist das wichtig, das ist mein Job. Das ist dein Job? Das ist mein Job. Das ist unser Job. Das ist mein Job. Ob man es glauben will. Damit kann man Geld verdienen? Ja. Offensichtlich. Dann lernen wir was Vernünftiges, mein Freund. Ja, eher sie. Ich danke euch recht herzlich, dass mein Kind am Schreien ist. Es tut mir leid, wie gesagt, aber. Das können wir nicht wissen. Das tut uns leid, aber. Aber ihr braucht ja bloß rumgucken, dass Leute hier wohnen. Ah ja, natürlich wohnen hier Leute, aber was soll ich... Eine Straße weiter wohnen auch Leute. Ach, ist Silvester. Hören Sie jetzt nicht, es kracht doch unter herum. Du, das werde ich meinem Baby jetzt erklären. Weißt du was, du musst nicht schreien, es ist Silvester. Schau mal nach da unten. Ja, also ich bin auch groß geworden, oder? Ich bin auch groß geworden. Ich bin auch an Silvester 2 Jahre gewesen. Und hab's überlebt, oder? Es ist halt... Ja, ich glaube nicht. Einmal im Jahr, da kracht es halt mal draußen. Also, du kannst mir nichts erzählen in der Art. Dann seien Sie lieber bei Ihrem Kind und nicht hier draußen, weil dann geht es Ihrem Kind wahrscheinlich besser. Jetzt komm, er will nicht blöd, mein Freund. Nee. Ja, wenn Sie aber sagen, mit Job und so, finde ich es auch frech. Sie kommen mir blöd, indem Sie sagen, ich soll was Vernünftiges lernen. Ich habe euch nur darauf hingewiesen, warum gerade hier knallt. Knallt doch woanders. Ich kann knallen, wo ich will. So, ja, jetzt. Alles klar. Viel Spaß noch. Du hast doch viel Spaß. Junge, unfassbar. Unfassbar. So, und darauf. Das stimmt, ja, aber wir gehen können ja jetzt nicht, auch weiter. Also aber den einen lasse ich mir jetzt nicht nehmen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Batterieaktion. wie gesagt. Genau. Ja, also wir schauen einfach immer, wo wir das machen. Immer mal irgendwo anders. Also wir waren heute schon in 3 verschiedenen Bezirken. Ja gut, aber wir sind letztens bei einer Stelle, wo diese Dönerladen und so. Dönerladen? Ah, beim Ritz oder wie? Ja, das war dann abends gewesen letztes genau. Jahr. Ja, da gucken wir bestimmt auch nachher mal vorbei. Aber da soll es auf jeden Fall großes Polizeiaufgebot anscheinend angemeldet sein. Oh. Ja, weil die gucken auch. Ja, weil da halt auch immer mehr Leute jetzt jedes Jahr kommen. Ja. Aber ich habe vorhin schon direkt gesagt, ich finde das eigentlich gut. Weil so werden, glaube ich, die Chaoten halt abgeschreckt, die da halt irgendwie meinen müssen, irgendwie Kugelbomben auf die, Kugelbomben auf die Straße zu legen oder irgendwie Blödsinn generell zu machen mit Feuerwerk. Und so, ich glaube, die Polizei wird da halt auch wenig machen, wenn wir da einfach ganz normal unser Feuerwerk zünden, wie man es halt zünden soll. Ne? Weil vorwerfen kann man uns ja da nichts. Ne? Ja. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf den Bürgersteig. Die Leute sind natürlich die letzten 4 Jahre schon extrem schon sehr sensibel und eigentlich sehr dagegen. Also, ja. Also, ich bin der Letzte, der keine Rücksicht auf ein kleines Kind nimmt. Und dann, Achtung, Pfosten. Finde ich es richtig lächerlich, mir den Vorwurf zu machen, dass wir keine Rücksicht nehmen und so einen Blödsinn. So, also, wenn da kleine Kinder gekommen sind, haben wir sofort aufgehört vorhin. Und dann haben vorhin dann sogar die Eltern gesagt, nee, macht ruhig weiter und macht was Lautes an für die kleinen Kinder. Ja, also so abgeschreckt sind Kinder ja vor Feuerwerk jetzt eigentlich auch nicht. Hier ist auch ein schöner Platz. Hier kann sich genau aufregen. Hier sind keine Anwohner. Dann lass uns mal rübergehen. Ja. Wenn er uns einfach auslacht, dass er damit Geld verdient. Ich konnte nicht. Nee, also das.
Ja. Es sind sogar die normalen gewesen, aber die Tiger Bombs sind auch krass. Wollen wir die machen? Hast du die schon mal gesehen? Super Böller 2, die neuen mit 8 Gramm. Okay, ja, gesehen habe ich sie. Ich bin ja bei Julius in der Vitrine. Ja. Sammlertreffen. Willst du mal einen anzünden? Ja. Weil die sind nicht top. Ja, stell den da hin. Die sind absolut krass. Ja. Wir haben doch mein Silvester! Doch! Anzufangen, weil dann schaffen wir das immer ja nicht. Ja, ja. Ist manchmal von der Zeit recht knapp. Genau. Und letztens hat es immer geregnet, da waren dann 2-3 Stunden aus und. Ja. Vor allem die Böller machen im Dunkeln. Zeit. Ja, und im Dunkeln machen die ja gar nicht so Spaß. Ah, oh, nee. Also schon, aber. Kann man ja Raketen oder Batterien schießen. Das stimmt. Okay, die Manko. Außerdem finde ich den mit den Böllern irgendwann ermüden. Bist du 2-3 Schinken, dann bist du. Ja, ich habe einen Schinken, habe ich mit. Auch im Beutel voll. Ganz gut hier. Die sind natürlich voll Muffels. Die habt ihr mal eine Zeit lang. Die auch, ja. Die sind hier ein bisschen heftiger. Aber wenn wir mal einen von denen machen? Ja, kein Problem. Die müssen alle weg. Ich will nichts wieder mit nach Hause nehmen. So muss das sein. Sind das P1? Ja, ja, Schallerzeuger. Ja. Sheesh. Die sind krass. Schallmäßig. Ja, ist gut. Ja. Mikrofon funktioniert. Ja. Genau so ist es bei Schallerzeugern, ne? Und jetzt piept der Bereich. Ja. Ach ja. Oh. Scheppert auch. Ja, scheppert gut. Oh, Truenos. Oh, schön. Eineinhalb Gramm haben die, oder? Schon krass. Schallerzeuger. Junge. Ja. Verrückt. Haben wir hier irgendwas, um Raketen zu schießen? Das Rohr, was wir gerade benutzt haben. Aber es ist zu klein wahrscheinlich, ne? Ich hab die Sonne hier zufällig getroffen, ja. Die Nitrat ist am Apparat, ja. So. Grüße an den Nitrat. Ja, dann kommen hier vorbei, Mann. 8 Uhr jetzt, ja? Ja, die Jungs haben jetzt den Festbuch dann. Moskitos. Hui. Junge, der war hoffentlich nicht an. So ein geiles Geräusch. Da kommt Tonis Cousin. Ja. Guck mal, da ist Toni. Ja. Ja, warte mal. Alle Küche. Ah ja. Erledigt, ja. Und weil
dann hier gerade Tigerbomb kommt. Charlotte-Säuger. Fast gegen mich gehauen. Crazy Kraut. Jetzt sind da mal ein Bombenrohr. Bombenrohr? Bildchen. Guck mal hier so. Schön ein bisschen schräg. Vortex Salut. Ja, du guck weiter. Goal. Nö, schlecht. Kann man machen, ne? Was hast du da noch einstecken? Ich hab nur noch Böller einstecken. Sole. Ich weiß nicht, ob's. Mal die Straße mal runterlaufen einfach. Ja, kann man machen. Leute, seid ihr da oder was? Schreibt mal was im Chat. Leute, Junge, krank. Seid ihr nicht am Zünden oder was? Hier den Mann haben wir gerade getroffen. Das ist ein Freund anscheinend von Highspeed, Nitrat und der ganzen Berliner Bande. Kennst du die aber? Die Katan, oder? Ja. Ja, das sind Dinger, die ich nicht losbekomme, weil ich zwei Schinken davon gekauft habe. Ja. Boah, hatten wir damals auch, ja. Es regnet, was? Ich weiß nicht wo. Also schreibt mal rein, wie ist denn bei euch das Wetter und die Stadt? Bei uns hier in Berlin ist echt top. Also auch windstill aktuell. Boah, der war aber gar nicht mal so übel. Ja. I-Katan schreiben die. Ja, unsere Wächter haben sie recht. Später mit Freunden zünden, jawohl, so muss es sein, Leute. Top-Wetter in Bremen. Regnet und Wind, oh Mann. Im Süden Regen. Nur Wolken und Wind. Der Typ ist ein Macher. Ja. So will ich enden. Düsseldorf. Später mit Onkel zünden gehen. Nee, wir räumen den Müll nachher natürlich auf. Cool. Ah, das sind die alten Superböller 2. Ich bin jetzt hier im Chat. Ja, 17, oder? Ja, 2017 müsste das sein. Superböller 2. F2 sogar. Da können wir ja direkt nochmal vergleichen hier. Ja, ist doch mal interessant. So viele Sorten, ey. Hast du so viel angesammelt? Ja. Ja. Jetzt der neue. Boah. Ja. Deutlicher Unterschied. Ui. Okay, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Krass. Die sind schon gut. Crazy. Crazy. Oh, jetzt wird schön. Ein Silberblitz rausgehauen. Silberblitzrakete. Da bin ich mal gespannt. Warten wir, bis keine Leute kommen. Autos vorbei sind. Arben. Hallo, hallo, hallo. Kommt noch ein Auto. Kannst du mal schön vom Namen filmen hier. Konda. Jetzt wird die Silberblitz gezündet.
Ja. Shepard mies. Hä? Shepard. So, dann direkt die nächste Stufe. Ich weiß nicht, was du schreibst. Real Nano, danke für Pyro Hero. Oh, Pyro Hero. Moin, moin, Leute. Oh, eine Salut-Rakete. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Ah, da finde ich die Silberblitz echt zur Preis-Leistung besser als die roten Salut. Was sind das hier für schicke Dinge? TNT. Einfach in so einem Baggy. Boah, ist deine ganze Jacke dreckig gemacht. Kunda, ich hab dich auch gegrüßt. Was soll denn das? Der wahre Pyro, 4 Monate Pyro-Member. Bremerhaven ist gutes Wetter, schreibt er. Es dämmert langsam schon. Ja, irgendwie schon, gell? Ja. Ist, glaube ich, nur bewölkt. Guck mal, wie bewölkt es auf einmal wird. Junge, was ist das? Oh, das war doch schon die ganze Zeit so. Ich finde, es sieht so streifig über uns aus. Explosive Fire HD-Knall mit 2 Euro. Kuss geht raus, Explosive Fire. €5, Luca, danke. Mein Daumen jetzt schon schwarz beim Zünden, so muss das. Oh, jetzt kommt noch die nächste Salut-Rakete. Mal gucken. Bald, Pyrolora. Bisschen Arbeit. Jetzt knallt's mal ordentlich hier. Ja. Das ist gut. Ah, da ist er. Da ist er wieder. Ganz gut. 5,99 oder was? Habe schon gemacht, habe schon. Regensburg bewölkt. Zündung. Zündung. Ja, was haben wir denn noch? Danke für 1 Euro, Justin Gamer. Ja. Tashi, keine Ahnung, ich habe noch nichts mitbekommen. Double Crusher. Aus dem Lidl. Hier so ein noch. Der Lidl, der Echo. Yes! Leider nicht. Zu wenig gekauft. Boah, Junge. Kannst du unterschreiben? Auf die Pyro-Umhängetasche. Wie süß. Soll ich irgendwas festhalten oder so? Kannst du dann auch nach einem Foto machen? Natürlich, mein Guter. Sehr gerne. Warte. Gib mir die Rohre in die Hand. Ja. Stefan, danke für 2 Euro. Hier oben. Und Modi auch für 2 Euro. Krass. Voll cool. So mit weißem Stift. Ja, sieht gut aus. Vielleicht kannst du hier auch nochmal so. Mhm. Hier so ein Pullover noch zum Verkauf. Hier mach ich. Leider die da? Nicht. Nee, ne? Der Nachwuchs. Boah, das sieht krass aus. Und hier gucken wir auf die Bauchtasche oder Umhängetasche. Gibt's sogar noch zu kaufen im Shop. Mods, mal Shop Kunde, rein. Kunde, aber jetzt wird nicht frech. Was ist denn mit Kunde? Er sagt, dass er größer ist als ich. Stimmt, Foto noch, ne? Oh, mach noch. Oh, jetzt Finn, danke für 24 Euro. Guten Rutsch wünsche ich dir. Mach's gut, ciao. Lass mal einen schönen Schinken los. So. Junge.
Hier, bitteschön. Die hast du dir eben ausgepackt. Ja. Oh, Sascha macht gute Arbeit. Er verlinkt erstmal den Shop. Ja, ich hab's ihm auch aufgetragen. Ach so, perfekt. Boah, ist ein Knall. Marc, danke für 3 Euro. Schön, Simanko. Sehr geil. Guck mal hier, den zünde ich jetzt nur für dich. Na, hier geht's ab. Live-Zuschauer, der jetzt hier auch was raushaut. Gucken wir mal. Aber vorsichtig halber mal nicht den Kofferraum filmen. Mal hier. Macht. Falling Down von Komet. Einmal eine Batze. Du kaufst Komet? Aus Kaufland. Aus Kaufland? Ja, immerhin. Besser als nichts. Ehre, Digga. Mach du an. Ich hoffe, die kippt nicht um, ne? Danke für 2 okay, Euro. Okay, wenn du das sagst, dann vertraue ich dir. Hä? Wo zündet man die denn an? Ach krass, das ist nochmal so eine Abdeckung, ne? Wie heißt du? Ich heiße Sune. Doni? Doni, D. Doni. Doni, ja. Okay. Donis Batterie jetzt hier. Doni? Doni. Also Doni. Danke für die Doni. Jawohl, Junge! Sehr geil! Danke dir, ja? Ja, sehr gerne. Danke, ja? Mach's gut, ciao, guten Rutsch. Ciao, ciao. Das ist der Lifestyle. Danke für die Mitgliedschaft. Sehr, sehr geil. Oh, leck! Nee, es ist alles cool, alles cool. Alles da. Oh doch, es laggt manchmal. Aber dann geht's auch wieder ganz schnell. Manchmal laggt's. Junge, da hat jemand eine dicke Doni rausgenommen. Oh, hab ich gesehen. Lass mal ein Schinken los. Ja, wir haben noch Super Bowler 2, haben wir auch noch im Rucksack. Aber jetzt kommt erstmal Double Crusher vom Lidl. Oh. Huch. Der coole Boomerang, danke für Pyromember. Viele Lags. Oh, es laggt jetzt ganz schön oft. Jetzt sieht's. Nee. Kam eigentlich schon 20% Meldung? Nee, ne? Nee, noch nix. Alles gut. Es hängt. Warte mal. Doch, geht doch. Ja, ich weiß, aber es hört immer wieder auf. Guck jetzt zum Beispiel wieder. Hä? Okay. Jetzt geht's auch, oder? Es laggt alle 2 Sekunden. Oh, ja. Tatsächlich. Komisch. Schwierig. Bei Verbindung ist eigentlich alles stabil. Ja. Na? Was geht? Servus. Mach mal. Gerne, gerne. Kein Problem. Natürlich. Mal, zieh mir mal meinen Handschuh aus, sonst tippt es mein Handy nicht. Okay.
Dankeschön. Danke. Guten Rutsch. Danke. Lass krachen. Ja, wir waren bei Lidl richtig aktiv. Drei der Devils letzten da außen. Stark, stark, stark. Oh. Macht's gut, Jungs. Danke. Ciao, ciao. Jetzt geht's aber hier los, du. Ist Stream immer noch am Laggen oder was? Ich weiß gerade nicht. Hi. Ja, gerne, gerne. Wolki sind schon seit 4 Jahren. Echt? Stark. Weiter so. Aber es zittert schon. Alles gut. Alles gut. So. Echt? Macht's gut, Jungs. Ich weiß nicht. Ja, immer noch. Aus Tschechien. Aus Tschechien? Veko. Ja, aus Tschechien. Aber es ist von der Grenze. Du hast Veko-Böller in Tschechien gekauft. Also an der Grenze. Das hört sich nicht gut an. Ja, es leckt immer noch. Echt? Ja. Ganz ja, was soll ich machen, Leute? Wir können mal rausgehen, wieder rein, aber... Ich kann halt leider... Oder doch, ich könnte mal anhalten und noch mal rein, weil wir sind ja auf dem Server. Aber warte mal ganz kurz, jetzt kommt es erst. Ja, gucken wir mal, ob es jetzt wieder geht. Nee, es leckt. Warte, warte kurz, du hast ja jetzt gerade erst gemacht. Ach so. Ist neu. Jetzt ist neu. Ah nee, es leckt immer noch. Ja, warte, warten wir mal noch mal kurz. Laggy lag. Ja. So, Störungen können von E-Scooter kommen. Also auf E-Scooter? Hä, hey, steht, seit wann steht der hier? Schon die ganze Zeit. Ja, ne? Oder? Nein. Mach die jetzt einfach mal kurz. Hä? Check ich nicht. Am Ende sind die jetzt mit Blitz. Und? Noch am Laggen? Ja. Ja, warte mal, dann machen wir einen kurzen Stopp. So. Oh, da hinten. Nee, es leckt immer noch. Hä, was soll denn das? Was ein Scheiß. Jetzt hängt es ja irgendwie komplett. Komisch. Komplett weg. Ja. Ja. Schließ den Streamer nochmal. Na, schön, nochmal Werbung. Aber Ton ist da. E-Scooter. Als ob das jetzt wirklich an dem E-Scooter liegt. Ja, dann lass uns mal wieder so ein bisschen... Ja, lass uns wieder zurücklaufen ein bisschen. Ah, doch, das sieht ganz gut jetzt aus. Ja? Ja. Okay. Also, ich glaube schon. Oder? Leute, dann lassen diesen Park. Ladet mal neu den Stream. Jetzt, geht wieder. Geht wieder? Ja. Top. Geht wieder. Nehmen wir uns mal nochmal hier. Das ist immer so toll, wie die Leute Celine sagen. Celine? Ja. Double Crusher, ABA nehmen wir uns mit. Hier Ying und Yang. Nimmst du nicht? Ach so. Den will nicht. Entschuldigung, ich check's gerade gar nicht. Ich guck gerade im Stream. So. Willst du nehmen? Kann ich machen. Okay, so, dann geht's mal weiter. Ach ja. Hallöchen. Also Stream läuft jetzt wieder, Chat, oder was? Ja, läuft. Jetzt läuft, der Hase läuft. Bitte.
War? Hä? Ich fand's vorhin so lustig, wie Ronny immer war gesagt hat. Hat er? Ja, ja. Fand ich so gut. War. Ich kann ja mal kurz auf den Parkplatz. Ja, denkst du? Ja, oder? Boom. Mit der schönen Kulisse hier im Hintergrund. So, wir räumen unseren Müll jetzt hier schon mal weg. So wie das sein muss. Boom, boom, boom. Jetzt haben wir wieder zu tun. Wenn die Geister. Wir haben auf jeden Fall auch schon welche gezündet. Kannst du hier einfach stehen bleiben, dann machen wir das hier. In den Garten, wir machen boom, boom, boom. Und wir können das nicht fassen. Oh Junge, perfekt für irgendwelche Raketen. Für Raketen? Ja, oder? Denkst du nicht? So ein Loch. So ein Loch? Guck, da hat auch schon einer irgendwas rausgezündet. Ja. Die Löcher sind extra dafür gemacht. Extra dafür gemacht. Safe. Loch ist Loch, das ist Celine anders unterwegs, was ist denn los? Celine singt. Oha, voll geil. Willst du die Ying mal machen hier? Auf geht's. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Olli, Alter. Sie sollte im neuen Jahr einen Song machen. Safe. So. Ich glaube, hier war nochmal so ein schön. Oh. Er kam mir gar nicht so krass. Boah. Und nochmal Katan. So, komm mal her. Jetzt ja, wollen wir jetzt die. Ja. Zünden, weil okay. Das ist besser wegen Rakets. Ja, wir haben hier eine Flasche. Ach so, okay, ja, dann mach die zuerst. San Miguelsen. Ach, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt gerade gesungen habe. Machen wir jetzt hier mal eine schöne ABA. Ganz okay. Nee, Streams sind immer nur spontan, Leute. Ja, wir machen nachher im Dunkeln vielleicht nochmal einen spontanen Stream. Uhrzeit ist ungewiss. Ich will jetzt hier mal eine Strobe. So, machst du deine Ying? Ja. Auf geht's. Zeigst du dem Stream? Ach so, ja. Sheesh. Ja, klar. So, du machst das hier schon. Muss ich das hier aufmachen, ja, ne? Eieiei. Ich habe kein Gefühl in den Händen. Mit Handschuh. Hi. Hi. Das war von letztes Jahr auch vom Ritzhilder. Ich zerreiß einfach das ganze Ding. Ja. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Euch auch. Und vielleicht habe ich nachher. Mal gucken. Oh Junge, jetzt bin ich mal dahin. Oh, was? Kannst du das mal aufmachen? Ich habe kein Gefühl in den Handschuhen. Pass auf, da ist auch schon direkt die Zündschnur.
Oh Junge, die ist ja komplett zugeklebt. Die musst du hier auch noch machen. Keiner weiß. Ist komplett am Arsch. Die Zündschuhe. Hier ist er. Gibst du mir dein Feuer? Ja. Cool. Hat's geknallt, oder? Nee, das war. Oh, ich hab einfach keinen. Hier geht's ab. Okay, muss ich die eigentlich irgendwie festmachen? Nein. Yin Yang. So Leute, jetzt die Yin vom Lidl für 4,99. Boah. Ach so, lel. Hast du dein Handy? Ja. Hier geht's so ab. Hier geht's so ab, Leute. 15 Uhr ungefähr, glaube ich. Wir sind hier live im Stream. Crazy, krass, was hier abgeht. Ich mach mal die Rakete an, die hier ist. Jo. Aber wo sind denn die Strobe-Raketen? Dann müssten das jetzt alle Strobe-Raketen sein. Können wir bitte ein Foto machen? Servus. Seit 3 Jahren warte ich. Ich guck mir alle Videos von dir an, am Ritz. Ja. Legendär und jetzt, ich habe gerade gesehen, live. Gerne, gerne. Ja, da musst du die Chance ergreifen. Ich musste einfach. Ich habe gestern meine Leistung geguckt. Ja, noch. Ist zwar nicht dein Hoodie, aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Die Junge. Ja, wieder hier? Ja, wir sind überall. Überall. Also, nur so Tipp am Rande. Falls ihr noch wissen wollt, wo es auch gut abgeht, fahrt mal nach Französisch-Buchholz. Ja, wir sind, wir fahren nachher nochmal zu den anderen Jungs, Knalltrauma und so. Ja. Mal schauen, was so abgeht. Hier, die schenke ich euch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Euch auch. Wollt ihr die jetzt zünden? Könnt ihr auch machen. Wie ihr wollt. Hier, bitteschön. Alter. Alter, Junge, was geht hier? Alles klar. Aber dieses Jahr hast du nicht so viel, wie letztes Jahr? Nee, irgendwie nicht. Dieses Jahr. Ist die Malibu. Junge, der. Ja, moin. Alter, wie Valencia hier. Ich wollte gerade sagen. Geisteskrank. Alter. Geil. Der Typ ist auch gerade wirklich einfach nur hierher gekommen, um die Salutbatterie aufzustellen. Und zieht wieder durch. Das ist auch geisteskrank. Willst du mir den Chat mal nochmal geben? Ich mal ein bisschen Chat-Interaktion. Ja, die Chat-Interaktion, wichtig. Mach ich.
Hier ist ein Feuer. Ich bin mal wieder hier Chat. Chat Matt. Danke euch. Feuer gut rein. Guten Rutsch, genau. Tschüss. Treib es nicht. Boah. Komm mal in dem Moment. Ja. Alarm. Oh Leute, was passiert hier? Okay, das ist jetzt Valencia. Alter. Ja, ist es so, ey, ja? Ey, mein Piepen. Alter, bei mir piepst aber auch in den Ohren. Ja, da kickt's. Oh nein, es leckt wieder. Nee. Der Schlag hat was ausgelöst. Soll ich dir sowas sagen? Junge. Aktualisier mal den Stream, meine Handschuhe gehen nicht. Ja, es war so klar. Immer diese Werbung. Müssen wir mal aus anmachen. Ja, mach vielleicht einfach der direkt. Der macht schon wieder was da hinten. Ach so, da ist jemand. Doch, flaggt. Ja. Aber jetzt sieht's wieder ganz gut aus. Vielleicht war das nur der Schlag. Nee, oh, ja. Ich mach mal noch mal kurz aus an hier.